So, hier hatten wir die Bögen und hier dann entsprechend die Schwerter. Ja, ist auch alles richtig eingestellt. Wunderbar. Ist jetzt ein bisschen spät. Wir hätten eigentlich viel früher die Lager bauen müssen, aber ich habe es ehrlicherweise einfach vercheckt. Um dem Kind mal einen Namen zu geben. So, ich hatte gehofft, dass jetzt direkt noch eine Völkerwanderung eintrifft, weil alle hier hinrennen und die Bögen und Schwerter reinpacken wollen, aber 8 Schwerter sind wohl nicht genug für eine Völkerwanderung. Schade. So, aber endlich werden hier wieder Hämmer geschwungen. Das ist die Hauptsache. So, und dann sieht doch mal zu, dass ihr ein paar Schwerter da wegbringt. Yes, da kann er auch wieder loslegen. Wunderbar, geht doch. So, und du kannst jetzt, wenn du möchtest, gerne wieder hier unten tätig sein. Dann muss ich nicht wieder bis in die Pampa laufen. Obwohl, nee, weißt du was? Wir lassen das mal weiterlaufen. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Reisbauern da oben. Ha! Hin positioniert. Guck mal einer an. Will ich den da haben? Ich weiß gerade noch nicht. Bin mir unschlüssig. Achso, du findest da oben keine Bäume mehr. Ja gut, dann bitte hier unten weitermachen. Und wir schauen mal, ob jetzt hier vielleicht ein Wasserwerk hinpasst. Immer noch nicht. Mann! Ist doch Käse. Ich würde jetzt aber hier eins hinbauen. Auch wenn wir damit hier dem Förster wieder ein bisschen was wegnehmen, aber ist mir wurscht. Huch, euch beiden habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Ich bin gespannt, auf wie viel Kampfkraft wir am Ende des Tages kommen werden. Wir sollten hier hinten, glaube ich, nochmal das eine oder andere große Wohnhaus errichten. Wie viel Darys hätten wir denn? Ja, 189 ist schon ordentlich, aber ich habe halt noch keine Ahnung, was seine militärische Stärke angeht. Das Problem, das ich sehe, ist auch, wir müssen, wenn wir angreifen, relativ schnell und relativ hart angreifen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass er hier unsere Route aufdeckt und damit seinen Darys herläuft. Und da habe ich keinen Bock drauf. Zumal ich auch nicht weiß, was er hier hinten hat. Das ist halt ein bisschen schwierig alles. So, wir klauen wieder ein paar Kohlen. So, dann hoffen wir mal, dass der Reisbauer da ein bisschen Gas gibt. Lohnt sich jetzt noch einer? Ich meine, bis der angefangen hat zu produzieren und bis dann mal Reis rauskommt, haben wir wahrscheinlich Schwerter und Bögen schon verbessert. Deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass sich das lohnt. Ja, komm, da kann schon wieder... Schicken jetzt mal alle, die wir haben. 20 Stück. Ja, könnte hinkommen. Der hat, glaube ich, schon 2x8 und... Ja, das wird schon passen. Die werden schon was finden zum Mitnehmen. Wir sollten weitere Goldlager machen, dass unsere Goldschmelze auch mal ein bisschen produzieren kann.
So. Sammelt euch hier mal bitte wieder. Jetzt vor einmal bitte ein bisschen Kohle schnappen. Wobei, ich glaube, die Kohle von ihm brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber andererseits kann er dann damit keine Waffen produzieren, ne? Muss man ja auch immer so sehen. Ist ja immer eine Medaille mit zwei Seiten, nicht? So, jetzt haben beide Tempel ein bisschen Reisschnappes zum Opfern. Das finde ich sehr gut. Da müssen wir jetzt jeden Moment eigentlich zumindest Bogenschützen oder aber die Schwertkämpfer verbessern können. Zack, sehr schön. Dann nehmen wir die Bogenschützen. Und dann können wir direkt mal ein bisschen was ausbilden. So, ihr seid am Klöppeln, wunderbar. Hoffen wir immer, dass die Logistik irgendwo zusammenbricht, aber gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich könnte natürlich hier hinten noch, ach komm, wie gesagt, macht jetzt Sinn, noch so viel in Reisbauern und Distillen zu investieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen spät. Ich sag doch, hier wird jeder fündig. Sehr schön. Bei wie viel Kampfkraft stehen wir? 80 schon. Meine Fresse. Ich bin begeistert. Dass wir mit so einem Scheiß durchkommen. Entschuldigt bitte, aber... ist ja schon ein ziemliches Glücksspiel, was wir hier betreiben, ne? Wo macht es mehr Sinn, lang zu marschieren? Ich hätte es gesagt, hier wirklich durch. Andererseits, hier ist es viel leichter, ne? Aber das liegt halt auf unserer Route da, deswegen sträube ich mich da gerade ein bisschen gegen. Hätte ich gesagt, fräsen wir uns hier durch. Weil hier zwei Türme allein, die überhaupt nicht besetzt sind, die haben wir sofort. Dann ist die Route nämlich in unserem Land. Gut, hier wird es natürlich sowieso ein bisschen heftiger. Ich muss ja kurz gucken, wie viele Bogenschützen habe ich? 38, ne, das reicht mir noch nicht. Weil ich hatte kurz überlegt, ob ich die Produktion von Bögen einstellen oder reduzieren möchte. Möchte ich aber noch nicht. Auch geil, ist glaube ich das erste Mal, dass mir bewusst auffällt, dass wir hier schneller mit den Brettern als mit den Steinen sind. Also mit den Asiaten halt. Ja, bei den Römern wäre es mir natürlich Schnurz, aber... ach guck an, ihr seid ja immer noch am Buddeln. Ja, brauche ich jetzt aber eigentlich nicht mehr wirklich. Könnt aufhören, dann kriegen wir nicht mal irgendwelche Benachrichtigungen dazu. Ihr könnt gerne da hinten mit einnehmen. Ihr auch. Ich weiß, man könnte jetzt von Seeseite angreifen. Das ist einfach sagen, wir fahren hier hin. Aber das ist mir logistisch zu aufwendig. Ich sag's ganz offen. Dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier mit unserem 5-Finger-Rabatt ihnen die ganze Zeit das Gold wegzunehmen, ist das, glaube ich, nicht notwendig, dass wir uns da jetzt hier einen abbrechen mit.
Ich habe gerade kurz überlegt, warum die Zahl so hart runtergekracht ist, aber wir sehen ja, hier ist gerade mal wieder eine riesen Völkerwanderung. So, mal wieder ein bisschen was holen. Nicht, dass der irgendwo anders noch ein Goldlager hat und wenn das dann halb voll ist, dann heißt es, ja, sie haben verloren. Das wäre ziemlich ärgerlich. Ich glaube, ich möchte noch einen großen Tempel bauen. Ich will jetzt endlich hier meine Autorekrutierung anschmeißen. Einmal wieder zurück ins eigene Land, die Herren, bitte. Dankeschön. So, und bald ist unsere Goldschmelze obsolet. Das finde ich auch gut. Einfach weil wir dann hier das Zeug weg haben. Oh Gott, er baut hier irgendwas in der Nähe. Wir schicken die nächste 10er Gang los. Aber anhand der Anzahl der Bretter weiß ich zumindest schon mal, dass es kein Lager ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Römer als Baukosten für eine Goldschmelze hat, aber ein Lager wird es nicht sein. Wie viele Schwerter haben wir eigentlich rumliegen? 38 Stück schon, nett. ...55 Bogenschützen, abzüglich der zwei hier oben sind wir bei 52, wobei ich die mal zur Sicherheit trotzdem austauschen werde, auch wenn ich nicht glaube, dass es notwendig sein wird, aber machen wir trotzdem. So, und du darfst gerne wieder hier unten, weil hier wird es mir langsam ein bisschen zu voll. Oh, so viel Platz hier doch, was wir da für ein Spökes mitmachen könnten, so wir denn wollten. Ich gönne mir noch eine Waffenschmiede, habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Noch eine Eisenschmelze dazu. Ah, oh, nee, nicht unten, da verhakt sich alles. Wobei, sobald die Goldschmelze, die hat ja gleich ausgedient. Hier die vier letzten Goldklumpen, die werden noch verwurstet, dann können wir die abreißen. Dann hoffe ich, dass hier genug Platz ist. Wobei wir auch bald anfangen könnten, das erste Wohnhaus einzureißen. Ich hatte zu Beginn Mittleres, das habe ich aber schon abgerissen, ne? Na, sehe ich hier nicht mehr. Gut, alles klar. Halbe Stunde nicht gespeichert, ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Ja, Menschenskinder. Gut, dass diese Meldung kommt. Sonst hätte ich jetzt hier voll viel Spöks gemacht und ja. Wäre möglicherweise damit auf die Schnauze gefallen und dann stünde ich da, ich Amateur. So langsam überlege ich, ob es nicht doch gelohnt gewesen wäre, noch einen Reisbauern zu machen. Komm, wir pushen jetzt mit noch einem Turm. Wir haben gerade genug Ressourcen dafür. Tempel, nicht Turm. Was laber ich denn? Ihr wisst schon, was ich meine.
Das Ding mit der Gottesanbetung, das Große.